Ja, willkommen zum Teil 2 unserer kurzen kleinen KI-Lane-Serie. Im letzten Video haben wir da mal wirklich kurz über den Einstieg geredet, wie man das Ganze hier grob bedient, was KI-Lanes überhaupt sind und wie geht man jetzt weiter vor, was kann man da jetzt hier noch weiter einstellen, Timo? Ja, wir müssen natürlich dann jetzt auch der KI die Möglichkeit geben, zu verschiedenen Stellen hinzufahren. Das machen wir dann am besten, indem wir verschiedene Splines einfach erstmal in unserer Map quasi verteilen. Ja. Dazu fangen wir damit einfach mal an. Ups. Falsche Taste. Und ich würde hier dann einfach mal ganz grob anfangen, schon mal ein bisschen KI zu legen. Worauf ich dabei achte, ist dann halt schon mal aus Seitenstraßen zum Beispiel, wenn wir da dann anschließen, da kommen natürlich dann auch KI-Lanes hier dran. Ja. Wenn die dann aus der Seitenstraße rauskommen und nach rechts zum Beispiel abbiegen, bereite ich mir das halt schon mal als einen Anschlusspunkt vor. Okay. Also hier ungefähr würde dann die KI-Lane, die hier aus der Seitenstraße rauskommt, auf diese hier treffen. Okay. Das einfach so ein bisschen vornherein schon im Hinterkopf behalten, dann habt das ein bisschen einfacher. Das kann man dann auch verbinden, zwei Genau, KI-Lanes, okay. das machen wir gleich mal. Ich wollte jetzt nur mal schnell hier schon mal ein kleines Netz machen. So, mit der gedrückten Steuerung-Taste können wir dann mehrere Punkte auswählen und hier zum Beispiel in diese Verschränkung dann reinlegen. So. Und da hier auf dieser Beispielkarte alles erstmal ein bisschen gerade ist, können wir die Lane, die wir hier gelegt haben, eigentlich auch problemlos nochmal wiederverwenden. Ja. Und zwar den Spline einfach anfassen und dann halt mit der Alt-Taste wieder eine zweite Variante rausziehen. Natürlich wieder super praktisch gelöst. Natürlich. So, jetzt haben wir hier eine Abzweigung. Hier sollen nur Bus lang fahren. Und dazu schauen wir mal in die Details. Das hole ich uns mal mit dazu. Und scrollen wir mal ein bisschen runter. Standardmäßig sind Car on Truck, also Auto und LKW, Ja. zugelassen. Da, wo wir Bus zulassen wollen, müssen wir natürlich auch den Bus aktivieren. Das machen wir jetzt erstmal überall. Und dann wollen wir im Prinzip hier einmal aufsplitten. Und diesen Teil hier wollen wir uns einmal kopieren mit Steuerung und D. Und mit der Taste J können wir den Pivot wieder an das Stück zentrieren. Und hier in den Details, weil das dann unser Bus wird, machen wir dann natürlich alles, was hier nicht fahren darf, aus und können hier dann quasi, ups, einmal den Bus alleine weiterfahren lassen. So. Also im Prinzip ist das ja schon recht simpel, dass Ja, man sich das einfach zuordnen kann genau. und sich dann die Linien, vereinfacht gesagt, einfach zurechtlegt. Genau, richtig. Man müsste sich halt einfach mal hier und da ein kleines bisschen was vorbereiten, ein bisschen vordenken stellenweise. Ja. Macht vieles dann im Nachhinein einfacher. Wie zum Beispiel hier, wenn ich jetzt hier, das können wir eigentlich mal schnell machen, in die Seitenstraße rein will, kann ich diesen Spline ja auch wieder verwenden. Drücke wieder mit der Taste J den Pivot in die Mitte davon. Und dann können wir einfach mit der Taste Steuerung und D nochmal eine Kopie erstellen. Und nehmen uns dann den Spline
und drehen den einfach mal grob hier erstmal in die Straße rein. So. Und jetzt können wir natürlich entscheiden, ob wir hier wieder LKWs fahren lassen wollen oder nicht. Und ich glaube, hier wäre das ein bisschen eng dann. Okay, also ich kann auch sagen, die Straße ist mir jetzt ein bisschen zu eng, da lasse ich jetzt nur normale Autos durchfahren und schalte quasi Trucks aus. Genau. Und dann können wir hier verbinden und das alles nochmal so ein kleines bisschen nachjustieren. Ich habe jetzt diesen Punkt hier weiter vorgeschoben. Ja. Einfach um den Radius dann ein bisschen schöner hinzukriegen. Mhm. Das würde aber ein Problem verursachen, weil das hier nicht verbunden ist mit dem vorherigen Punkt. Okay. Das können wir so nicht machen, sondern wir müssen hier nochmal einen Punkt rausziehen, der dann einfach mit der C-Taste verbunden wird, so dass quasi ein durchgehender von Punkt zu Punkt Spline entsteht. Okay. Und dann können wir hier nochmal auftrennen und sagen hier diesem Spline, dass die KI hier bitte rechts blinken möchte. Weil wir hier natürlich, das kannst du da direkt dann auch einstellen. Genau. Weil wir hier natürlich nach rechts abbiegen und dann sollen sie auch möglichst blinken. Mhm. Ich habe das auch ein bisschen weiter nach vorne geschoben, damit die dann auch rechtzeitig anfangen zu blinken. Ja. Hätten wir das jetzt quasi hier vorne erst angefangen, würden sie hier auch erst anfangen zu blinken, was dann halt für den Spieler, wenn man hinterherfährt, ein bisschen sehr wenig Vorwarnzeit wäre. Ja, das würde dann ein bisschen doof ausschauen. Genau. Okay. Ja, und ich glaube, das war Teil 2. Ja, ich denke auch. Super.